Willkommen zurück, Leute. Das fröhliche Zähmen geht weiter. Und heute... Oh, jetzt muss mir mal helfen. Ich habe den Namen wieder vergessen. Heute zähmen wir den... Caprosuchus. Caprosuchus. Das ist der... Das Krokodilverschnitt-Dingsbums da unten. Mini-Kroko, ja. Mini-Kroko da unten. Ich gehe mal ganz kurz... Aber gut, dass wir gerade einen guten Vergleich haben hier nebenan. Ist ja der Sarko. Sekunde, ich zeig das mal so. Genau. Den kennen wir ja, das sind die großen Krokodile. Und hier neben, das sind die neuen Dinos, die jetzt gerade rausgekommen sind. Caprosuchus, 68 sogar, männlich. Ja. Und den werden wir gleich mal direkt... Zählen? Bitte? Ja. Ich hab da einfach nur K.O. gemacht. Ich hätte ihn jetzt erschossen. Aber okay. Aber du hast ihn schon abgeschossen? Ja. 68, okay. Ja. Okay, dann machen wir den anderen direkt hinterher oder machen wir nur einen? Ja, ne, kommt zwei. Machen wir eine Doppelzähmung, komm. Machen wir heute eine Doppelzähmung. Müssen der andere? Der wird sich gleich weglaufen. Der müsste gleich. Der müsste. Links ist er ja genau da, wo du gerade bist. Hinterm Stein müsste er gewesen sein. Und ich gehe mal ganz kurz zu unserem Herrn hier hin. Hallo. Wie viel du. Der Grave hat den übrigens eben schon mal gezähmt. Ah, da hinten ist ein Wasser. Hast du dafür viel Narkotiks gebraucht? Nee, eins. Wenn überhaupt. Eins. Okay, dann können wir den ja... Aber wie gesagt, war auch ein Level 16 und das ist jetzt halt hier nochmal was anderes. Aber da geht es auch ganz, ganz langsam runter. Ja. Ich zeige euch mal ganz kurz die Werte hier. Und das geht wir brauchen wirklich nicht. Wirklich... Oh, das, der Topper-Wert, der sieht... Ups, da wird wieder gekämpft. Ja, ich mache gerade Vilos kalt. Okay. Ich guck mal, ob ich den andocken kann, finde. Ja, vielleicht gesehen wir das ja gerade, weil der hat ja so eine Spezialfähigkeit, der kann aus dem Wasser springen. Ja, genau! Das sieht super cool aus. Mach das nochmal. Bäm! Also du darfst ja nicht in die Fänge kommen, ne? Das hängst du fest. Ja, ich kann aber nicht. Ich hab nicht zum. Ich muss jetzt mal ganz kurz meine Gewehre nachladen. Perfekt. Haben wir schon. Alles schon gut. Habt ihr schon gemacht, okay. Ich muss natürlich. Das ist mir nämlich passiert, dann muss ich den töten. Ich kann so wenig raus. Aus dem Maul raus. Ja. Okay, was macht der? Also der schnappt dich und dann? Und dann. Nimmt er dir die Stamina, du bist dann quasi vergiftet. Okay. Und beißt halt auf dir rum in der Zeit. Du siehst halt auch noch Leben dazu. Und dann musst du den töten, so gesehen, sonst kommst du nicht mehr raus. Ja, zumindest habe ich jetzt auf die Schnelle, weil ich da ziemlich in Panik gefallen bin, alleine, weil er Richtung Wasser auch noch gegangen ist. Und ich dachte, toll, ich will nicht mal was trinken. Was soll ja den anderen sagen, sollten wir mal entfernen von uns hier. Ja, habe ich ihn halt. Ja. Du Mörder! Aber sehr genial, also ich finde schon wieder so eine tolle Idee, was die Entwickler wieder hier reingebracht haben mit den neuen Tieren. Da hinten kommt ja ein neuer Sarko, genau, da guckst du gerade drauf zu. Wo ist der alte Sarko? Den schon umgebracht? Ah, den anderen hast du gerade eben nur betäubt, ne? Den müssen wir mal umbringen, glaube ich, oder? Ja, ich such den gerade, ich sehe ihn. Der liegt hier unten am Oh, guck mal, ich hab sogar schon ein bisschen Primeat, das war schon. Raw Primeat gesammelt. Ich werde mich mal um die Kühe kümmern hier. Okay. Also, wie ich schon gerade eben gesagt habe, der Grave hat ja schon mal einen gezähmt und deswegen konnten wir auch schon mal einen testen. Und, Achtung, du hast eine Kuh hinter dir. Ja, du bloß nicht nach hier. Und oh, das geht da hinten ab. Was macht ihr denn da? Die bringen auch Prime Meat. Riesenbrockenfleisch. Und wir konnten gerade eben mit dem Caprosuchus konnten wir gerade eben so eine Runde reiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die hat wirklich tolle Spezialfähigkeiten. Wir haben rausgefunden, die hat drei Attacken. Und von diesen drei Attacken ist eine aus dem Wasser springen. Das haben wir ja gerade gesehen. Ja, nicht nur aus dem Wasser, der springt auch so. Also der springt auch an Land. Okay, genau, aus dem Wasser springen und auf dem Land. Der springt übrigens sehr, sehr weit. Die Attacke mit C, das war glaube ich mit C, glaube ich, ne, wo du mich geschnappt hast. Genau. Ja. Da kann man Spieler mit dem Maul schnappen und dann ist man wirklich dann dort im Maul gefangen und dann sabbert der einen nur so wirklich voll.
Mit dieser Attacke, echt supi. Und die andere ist, glaube ich, einfach nur so ein. Was macht denn, glaube ich, einfach so ein Biss nach vorne, glaube ich, oder so, ne? Ja. Den 12er hier machen wir gerade mit Primeat, oder? Das reicht. Ja, ich habe hier noch ein bisschen Primeat dabei. Ich glaube, das ist schon vergammelt, oder? Mhm. Ist ein 36. Oh, der ist schon halb vor. Der ist ja gleich fertig hier. Der ist schon bei den Punkten bei Taming. Oh. Okay. Das ist echt schnell. Das geht wirklich schnell mit dem. Die geht wirklich schnell. Also, du hast eben 16er gezählt, hast gesagt, glaube ich, ne? Ja. Das hier ist ein 12er, glaube ich, oder? Ja. Und du hast dafür gebraucht, dass du irgendwie, du hast mir gesagt, das waren auch nur ein paar Minuten. Ja, 10 Minuten maximal. Ja. Ich meine, hier auf dem Service ist ja nochmal was anderes, aber. Ja, also wir. Also auch so brauchst du nicht lang mit dem. Wir haben jetzt auf unserem Server das Taming ein bisschen hochgestellt, weil wir natürlich jetzt schon in Season 3 sind, aber das bringt jetzt auch nicht viel, viel Veränderung. Ich komme gleich wieder, ich fliege mal schnell zurück in meine Basis. Okay. Dort ist, ich habe nämlich da die Sattel im Quetzal. Ah, stimmt. Okay, die Sattel haben wir wieder vergessen mitzunehmen. Das Übliche. Das ist immer das Gleiche. Drei Stück fehlen. Ich glaube, ich sitze noch nirgendwo mehr an Sago oder in die Kroko. Also bevor, ihr könnt, wie hier so kleine Krokos, könnt ihr problemlos mit Prime Meat zähmen. Ach, das habe ich übrigens noch dabei. Und da habe ich ihn schon gezähmt. Naja, nur es gibt immer noch kein Dossier, die Schweine. Dann die mit 2e, glaube ich, ne? Dann. Ich glaube schon. Den nehmen wir mal mit. Wir gehen aber erstmal zu dem Großen hier. So, den haben wir ja schon mal gezähmt mit ganz normalen Prime Meat. Also, wie ihr seht, ihr könnt das mit Prime Meat, mit Raw Meat, also mit ganzen Fleischsorten machen. Und jetzt erkläre ich euch mal ganz kurz. So, Sekunde, erstmal hier den weg. Ihr könnt das auch natürlich mit Kibbel machen, damit es noch ein bisschen schneller geht. Und dafür braucht ihr das Tapejara-Kibbel. Und das machen wir jetzt hier. Haben wir noch irgendwo Primeat? Gucken, ob da noch Primeat bei dem drin ist. Ja, habe ich. Dem ist noch drin. Okay, dann schmeiß das mal hier rein. In den anderen, okay. Momento, da 25 ist noch drin. Dann müssen wir jetzt mit dem Kibbel ziemlich schnell gehen, genau. Und dieses Tapejara-Kibbel ist, glaube ich, schon fertig. Das Tapejara-Kibbel stellt ihr folgendermaßen her. Ihr braucht dafür ein Tapejara-Ei, eine Rock Road, also eine Möhre, ein Cooked Prime Meat, also ein gekochtes Prime Meat, 2 Major Beeren, 3 Fiber und dann wieder ein Wasserbehälter, alles in den Kochtopf und dann habt ihr euer Kibbel. Wir sind, glaube ich, schon fertig jetzt gleich. Der ist schon auch einen guten Weg. So. Es soll laut dem Dossier eins der schnellsten Landtiere sein, was ich jetzt aber irgendwie nicht glauben kann. Ja, das, also den der Grave jetzt bei sich im Garten stehen hat, der fand ich jetzt nicht so schnell wie ein Raptor, aber trotzdem. Vielleicht ist es durch das Springen, also durch das Springen ist er schon extrem schnell, aber. Ja, der springt wirklich fast wie so ein Prokoptodon, ne? So weit auch. Ja, eher wie eine Mantis, also wie aus Scorched Earth die Mantis. Oder wie eine Mantis, ja. Ja, also da passt, das ist ein richtiger Sprungangriff, was der macht. Dex, ich schenke dir was. Was willst du mir denn schenken? Was hast du? Achso, was hast du mir denn hingeschmissen? Fleisch? Super. Oder ist da noch was? Fleisch und Faulfleisch. Das ist schön. wenn wir schon mal dabei sind beim Sattel, dann erkläre ich auch mal ganz kurz, wie es mit dem Sattel funktioniert oder wie ihr den herstellt. Ab Level 40, ihr braucht 165 Hide, 120 Fiber, 65 Sitin oder Keratin, das könnt ihr euch dann aussuchen, was ihr habt. Und ich glaube, in der Smithy muss der hergestellt werden, glaube ich, oder? Ja. Nee. Nicht? Nee. Kannst du im Inventar machen. Im Inventar, ja. Das ist cool. Das ist nice. Lacht sogar dafür. Also der ist ja, Inventar. Der ist schnell auf dem Land. Aber noch ein ganzes Stückchen schneller auf dem im Wasser. Also ist echt top. Ich denke mir, im PvP ist der auch schon was ganz Feines, weil wenn man ja, dadurch, Spieler. Dass er die schnappen kann. Genau, wenn der Spieler schnappen kann, ist das bestimmt. Ja, mit denen unter Wasser gehen und dann zum Ertrinken bringen, dann schnell runtertauchen. Ja. Ist recht, wenn er in Wasser näher wo du bist. Das Problem, was er nur hat, er hat wenig Leben. Also er ist nicht sehr ausdauernd, was das angeht. Und er kann nicht viel tragen. Weil wenn er ein Tier oder ein Menschen in der Schnauze hat,
Dann zählt das zu seinem Gewicht dazu. Ja. Oh, ja. Muss aber ganz schwer sein, dann ist er überfüllt, dann hast du Arschgas. Ja. Und da. Was ich übrigens wieder komisch finde, es gibt schon wieder kein Dossierbild dafür. Das ist noch nicht integriert in dem Spiel. Also, wenn ihr das jetzt... Aber ich werde euch trotzdem eins gleich mal oder bei der Zähmung direkt noch einblenden. Du kannst mich mal mit C schnappen. Oder bist du zu schwer? Ne, ich bin zu schwer. Jetzt hast du mich, genau. Ab im Wasser. Los, ertränk ihn. Ihr seht übrigens, der Sabber total. Das sieht voll eklig aus. Und dann könnt ihr dann so gesehen... Jetzt, wir gehen mal schwimmen. Genau, im PvP könnt ihr dann so gesehen mit dem Spieler ins Wasser und ersaufen. Oder zu den Piranhas brennen. Oder verlierst du vielleicht Oxygen eigentlich? Ja, ne? Ja, sicher, klar. Okay. Und da hinten war ein Piranha, bring mich raus. Wie will ich wieder nach Hause? Okay, Supi, lass mich mal ganz kurz. Ja. Ups. Ja, der folgt dir. Drück mal ganz kurz U. Stone? Ich werde doch richtig, das ist... An dem steht anderen, wo ist der andere? Zu schwer. Hier da hinten. Oh. Okay, der steht. Aber da bist du zu schwer, also ich bin zu schwer für den. Also, oh, das ist... Gut. Ich bin natürlich jetzt auch ziemlich weg. Gib mir mal ganz kurz den da, den du hast, der ist ein bisschen besser vom Level her. Du kriegst deine Tiere wieder. Also, der geht mich ein bisschen schneller. Ja, der hat ja auch ein bisschen mehr Gewicht. Also, ihr könnt auf der linken Maustaste ganz normal zubeißen. Das ist der ganz normale Angriff. Dann auf der rechten Maustaste ist der Sprung. Ihr seht, der ist ziemlich weit, der Sprung. Wenn ihr im Wasser seid, könnt ihr den Sprung wieder machen. Dann kommt ihr aus dem Wasser raus und macht so eine Beißattacke. Und wenn ihr dann eben auf C drückt, dann könnt ihr den Spieler schnappen. Genau, das machen wir ganz kurz hier. Wo ist denn einer? Kann ich dich eigentlich von dem Tier schnappen? Komm mal ganz kurz her. Nee. Nee, machst aber Schaden. Aber ich hab dich gebissen. Tieren. Krass. Ja. Nimm doch mal den Dodo da hinten, den kannst du greifen. Ich bin direkt davor, mit dem Sprung. Dex, du kannst auch Tiere mit dem Rechtsklicksprung greifen. Zum Beispiel ein Dodo oder so. Ehrlich? Ja. Oder auch töten. 112, 112, der Dodo, du Mörder, du Mörder. Super. Also jetzt, unter Wasser sind die total geschmeidig. Ihr seht das auch, wie der schwimmt. Das sieht echt cool aus. Krass, wie der aus dem Wasser springt. Also aus dem Wasser springen ist echt super gemacht. Also, damit haben wir es geschafft. Hier, Stony, du kannst dein Tier wieder haben. Ich stelle mich mal in die Mitte zwischen euch Hübschen. Gut, ich stelle mich mal ein bisschen so. Aua, boah. Das ist gut. Alles klar, Leute. Damit haben wir ihn gezähmt. Wie heißt das nochmal, das Tier? Ich habe es wieder vergessen. Kaposukus. So viele Tiere, die heute mit dem Patch gekommen sind. Ich habe echt die Zungen komplett verdreht. Okay, Leute, das war's. In der Endcard weiß ich nicht, was ich euch da zeige. Vielleicht zeige ich euch den neuen. Wie ist der andere nochmal? Kalikoterium. Genau den. Und den kriegt ihr dann als Endcard-Bild und Endcard-Video. Und das war's dann schon. Wenn es euch gefallen hat. Und wir feiern Feste. Okay, tschüss und bis zum nächsten Mal. Aua, muss mich nicht blenden. Tschüss. Ich wink mal. Oh. Komm, hier mach mal so. Salut. Alter Schwede, ich komm nicht an den Rand. Der ist zu schnell mit seinen blöden Schritten. Oh, der muss immer noch nichts essen. Eine Minute. Also was ich bisher noch vergessen habe, zu sagen, was ihr selber auch verstanden habt, wie wenn ich mir die Gasmaske anweist, was ist das? Schwefel, ne? Schon lange vorbei. Ich glaube schon, weil ich bin das voll. Ich muss. Übrigens achtet ein bisschen darauf. Was ist denn hier los, ey? Wenn ihr das Bier in der Tasche habt, ihr seht, so der Aliens hier, Bier, die ich jetzt hier drin habe, die wiegen 24 Kilo. Oh, hier gibt es die Taschen, da gibt es Chadrons. Das ist Hardcore-Bier. Ich weiß nicht, was das für ein Bier ist, aber. Oh, das sieht schön aus. Das ist doch schon riesig. Ja, dann zählen wir hier, ne? Schwerbier. Wir kommen dann gleich wieder. Unser Oktoberfest. Oh, ich bin so voll!
Ich hab auch schon gelernt. Du kannst ja mal. Genau, ich kann sagen. Du kannst ja mal ganz kurz erklären, du bist ja der Einzige, der das immer eigentlich nur überall herstellt. Auf jedem Server. Das ist ja bei mir auch ein Produkt, oder was?